die in der ersten Klasse einfach nicht ganz putzt. Tenuta Di Biserno ist noch keine 20 Jahre alt und trotzdem kennt sie den Hintersten und den Letzten. Das liegt vor allem daran an den Machern, weil die Rang und Namen haben. Zum einen ist das Weingut beraten von Michel Roland, weltbekannter Önologe aus dem Bordelais. Und zum anderen, und fast das Wichtige meiner Meinung nach, Helene Lindberg, eine Schwedin, die im Keller daheim ist, von Tenuta Di Biserno. Il Pigno in dieser jugendlichen Frischheit sehr, sehr zu empfehlen. Die Flasche richtig grob in eine Garaffe stürzen. Kann auch ein Litro sein, irgendeine Glasgaraffe, eine Wassergaraffe. Von mir aus retour in die Flasche, aber einfach, dass sehr, sehr viel Luft runterkommt. Weil die erste Nase ist jetzt ziemlich verschlossen gewesen. Reduktiv, sagt man dem, wenn das der Wein noch so ein bisschen wie in einem Mantel, eine hübsche Frau in einem Mantel versteckt ist. Und darum tut dem Wein definitiv Luft sehr gut. Wir haben so Schokinoten im Mund daher. Eine gute Röstaromatik von einem angebratenen Fleisch oder der Bratensatz, der entsteht, wenn man ein Ragout frisch angebraten hat. Und ich liebe es, Wein aus Regionen mit traditionellen Speisen zu kombinieren. Und mir kommt hier Tribolita in den Sinn. Das ist eine bürgerliche Suppe, aufbauen auf Brot und Bohnen. Sehr viel anderen Gemüse drin. Und am Schluss kommt eine grosse Scheibe Brot auf die Suppe drauf. Zwiebelring und dann unter dem Salamander oder im Ofen gratinieren, bis die Zwiebelringe goldgelb sind. Und so richtig der Geschmack ins Brot hineingeflossen ist. Richtig urchig, typisch. Tribolita und Il Pigno. Sefino.